Wir stehen hier am Filterportal. Hinter mir sind die Gleise im Filtertunnel, die in den zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhof führen. Das sind die Gleise, die in Richtung Wendlingen und dann weiter nach Ulm führen. Diese Lücke von ca. 100 Meter werden wir in den nächsten Wochen schließen, um dann die Gleise von Ulm bis in den zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhof zu haben.